Servus und Hallo zu Geschichte Tag für Tag am 15. Januar. 1559 wird Elisabeth I., Tochter Heinrichs VIII., mit seiner derzeitigen Frau Anne Boleyn zur Königin von England gewählt. In ihrer 45-jährigen Geschichte oder Regierungszeit vielmehr von Elisabeth I. verhilft sie England zur Vormachtstellung in Europa, baut die Flotte aus. Und auch innenpolitisch sorgt sie für eine stabile und friedliche Zeit. Mehr oder weniger. Was man damals so friedlich nannte. Im Jahre 1776 verkauft Friedrich, Landgraf von Hessen, dem damaligen britischen König Georg, ich glaube das war der dritte, 12.000 hessische Söldner. Der verschifft sie nach Amerika und setzt sie dort im Unabhängigkeitskrieg ein. 1919, am 15. Januar, endete ja der vorher genannte Spartakusaufstand, deren, ja, ich sage mal, Initiatoren Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurden festgenommen und auf dem Weg nach Berlin-Moabit ermordet. Die Mörder kamen damals auch, ja, ich sage jetzt mal aus politischen Gründen, mit leichten Haftstrafen davon. Einen Geburtstag habe ich noch. 1929 wurde Martin Luther King geboren. Amerikanischer Bürgerrechtler, trat für die schwarze Bevölkerung ein, organisierte mehrere Protestmärsche, war aber immer auf der friedlichen Seite. Soweit ich weiß, hat er auch den Friedensnobelpreis bekommen und wurde Ende der 60er Jahre ermordet. Das war's dann von mir am 15. Januar. Wir sehen uns morgen wieder. Servus und ciao.